So. Boah, das war der falsche. Oh. Dankeschön, lieber Quenzauber. Mist. Au. Na, jetzt aber. So, eine weiße Witwe. Schön. Tut mir leid, ich brauche deine Eier. Das stimmt. So, Eier. Wir brauchen Eier, aber die haben keine Eier dabei. Sind die hier irgendwo? Nein. Ach, hier geht's wieder zurück. Na schön. Gibt es hier noch einen Eintrag? Na gut, wir haben noch einen Kristall gefunden, den würde ich mir doch fast noch anhören wollen. Jetzt muss ich nur einen Eintrag wählen. Vierter Eintrag. Der hat uns vorher noch gefehlt. Beobachtung 58. Manchmal führt Misserfolg doch zum Erfolg. Ich habe eine Methode entdeckt, bei der eine Art von Mutagen durch die Zugabe bestimmter Zutaten in eine andere transmutiert werden kann. Es ist ein großer Tag für die Wissenschaft. Außerdem habe ich beobachtet, dass die heutige Mutagendosis die Testperson an die Schwelle des Todes gebracht hat. Plötzlich wachte er auf, war wiederbelebt, hatte frische Kräfte. In gewisser Hinsicht ist er von der Schwelle des Todes zurückgekehrt. Ob dies auf seine Mutationen zurückzuführen ist oder reiner Zufall war, lässt sich nicht feststellen. Ich muss weitere Experimente durchführen. Ich habe genug gesehen. Es fehlt aber noch ein Eintrag. Kann ich hier irgendwie auf die Karte gucken? Hier muss doch noch irgendwo. So faszinierend Maschinen auch sind, wie bringe ich sie nur zum Laufen? Es fehlt ein Megaskop-Kristall. Okay, hier ist nichts. Hier kommen wir wahrscheinlich nicht durch, oder doch? Aha, na schön. Okay, dann machen wir später. Wir holen uns auf jeden Fall mal die Eier. So. So, ich dachte mir doch, dass da noch ein, zwei kommen müssen. Au! Vergiftet uns das Mistviech auch noch. Na dann. So.
Au, Alter. Jetzt ist aber gut. Au. Boah, alter Schwede. Die ist besonders hartnäckig, diese weiße Witwe. Au! Au, 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 au. So, und so. Oha. So. Juhu, und wir haben ein paar Eier gefunden. So. Ein mutiertes Riesen-Tausendfüßler. So, aber davon brauchen wir mehrere. Ich glaube irgendwie nicht, dass das schon alles gewesen ist. Na schön. Keine Eier, keine Eier. Aber ich brauche Eier. Hier gibt es auch nichts von Interesse. Das Megaskop-Kristall würde ich auch gern finden. Vielleicht finden wir es ja später. Oder wenn wir ein Stück zurücklaufen. Das probiere ich auch mal ganz kurz aus. Das funktioniert nicht. Sehr gut. Na schön. Ich hoffe, wir finden es später noch oder jetzt demnächst. So. Was? Ausziehen? Gut. Na schön. So. Wow. Du bist nur in Unterhosen. Ja, was soll ich machen? Ich soll mich ausziehen. Ich muss meine Rüstung und meine Waffen zurücklassen. Ach so, also sogar komplett alles. Na schön. Das heißt, Schwert. Bogen. Unterhose auch. Geht nicht. So. Ob die Mutagene an mir so funktionieren wie bei seinem Sohn? Nun, ich werde es herausfinden. Meine Hexerkräfte verstärken.
Und bist nackig. Ja, das ging nicht mit Rüstung. Du hast das Mutationssystem freigeschaltet. Mutationen bedeuten neue Möglichkeiten, von denen normale Leute nur träumen können. Weitere Informationen findest du im Charakterfenster. Gut. Dann gucken wir doch mal ins Charakterfenster rein. Oha, Mutationen. Drücke um das Dreieck, um das Mutationsfenster zu öffnen. Uah. Was ist denn hier los? Um Mutationen verwenden zu können, musst du sie zuerst erforschen. Wähle dazu eine der verfügbaren Mutationen aus. Nein, 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 nein. Wähle eine der fortgeschrittenen Mutationen aus. Aha, was haben wir hier unten? Erforsche Mutationen, um deine Fertigkeit zu verbessern. Jede Stufe schaltet eine Fertigkeitsspitze frei. Was haben wir hier? Elandrin, die Punkte verringert den erlittenen Schaden um 15%. Oha! Um auf fortgeschrittene benötigst du zunächst Basismutationen. Informationen dafür in der jeweiligen Mutation. Okay. Jeder Toxinpunkt erhöht Schwertschaden und Zeichenintensität auf 75%. Pff. Alter, diese zwei alleine sind schon hart. Toxisches Blut, wenn du im Nahkampf Schaden erleidest, werden davon 1,5% pro Punkt deiner Toxinstufe auf den Gegner derzeit 1,5% bis maximal 150% übertragen. Dafür brauchen wir Fertigkeitspunkte und ein Mutagen. Okay, was haben wir hier? Tödlicher Konter. Schwertangriffe bewirken 25% mehr Schaden an menschlichen Gegnern, die immun gegen Konter sind. Und an Monstern in allen Fällen, an anderen Fällen, bei denen die Vitalität des Angreifers geringer als 25% ist, lösen Konter automatisch einen finalen Hieb aus. Magische Sensibilität. Zeichen können kritische Treffer verursachen. Chance auf Schaden steigt mit der Zeichensensibilität derzeit 36%. Zusätzlich 157%. Gegner, die mit kritischen Treffern durch Zeichen getötet werden, explodieren. Was haben wir hier noch? Werden magische, einzigartige und Hexenschwerter gezogen? Erhöht sich der durch Zeichen verursachte Schaden um 50% des Schwertschadens. Wird das A-Zeichen gewirkt, besteht eine Chance von 25%, die Gegner einzufrieren. Niedergestreckte Gegner, die eingefroren werden, sterben sofort. Gegner, die nicht eingefroren sind, erleiden 2357 Schaden zusätzlich. Adrenalinrausch erhöht zu Kampfbeginn die Schwertangriffskraft und Zeichenintensität 30 Sekunden lang für jeden Gegner nach dem ersten um 30%, so erhältst du zum Beispiel im Kampf gegen 11 Gegner einen Bonus von 300%. Nach dem Abklingen fällt die Schwertangriffskraft und Zeichenintensität für jeden Gegner nach den ersten 10%. Blutbad. Zweites Leben, wenn die Vitalität 0 erreicht, wirst du vorübergehend unverwundbar und regenerierst 100% 100 Vitalität. Alter. Der Effekt ist nur einmal alle 180 Sekunden verfügbar. Alter, das ist brutal. Jeder tödliche Hieb mit einem Schwert zerstückelt den Gegner oder aktiviert finale Hiebe. Jeder Hieb mit einer Waffe im Nahkampf erhöht die Angriffskraft um 5%, maximal 250%, bis der Kampf beendet ist. Der Bonus geht verloren, wenn du Schaden erleidest, außer durch Toxizität. Ja. Das ist natürlich nicht schlecht, weil ich schnelle Angriffe habe und jeder schnelle Angriff 5% mehr Schaden, das ist nett. Katzenaugen. Der Armbrustschaden ist jetzt von 0 auf 0 Punkte erhöht. Werte hängen von der Armbrust ab, ja, die haben wir ja gerade ausgezogen. Werden kritische Effekte auf den Gegner.